632 starb Mohammed nach schwerer Krankheit. Seine Herrschaft hatte sich bis dahin über die ganze arabische Halbinsel ausgedehnt. Mit seinem Tod fühlten sich manche Stämme aber von den Verpflichtungen frei. Zudem brach der Konflikt zwischen Mekka und dem neuen Zentrum Medina wieder auf. Innerhalb der Anhänger tat sich ein Machtvakuum auf. Omar, einer der führenden mekkanischen Anhänger Mohammeds, setzte schließlich durch, dass Abu Bakr, der Schwiegervater des Propheten, in Medina als Stellvertreter des Gottesgesandten anerkannt wurde. Er war der erste Kalif. Schon zu Lebzeiten Mohammeds wurde bei Abwesenheit ein Stellvertreter in Medina zurückgelassen. Den abgefallenen Stämmen mangelte es an einheitlicher Führung und so konnten die Nachfolger Mohammeds in mehreren Kriegszügen wieder die Oberhand zurückgewinnen. Nun griffen die Kriegsherren auch über das alte Gebiet hinaus und eroberten das Vasallenreich der Lachmiden. 634 folgte Omar als zweiter Kalif. Er war ein früher Weggefährte Mohammeds, beteiligte sich an der Hedschra. Als Kalif nahm er den Titel Heerführer der Gläubigen an, um zu verdeutlichen, dass er den Oberbefehl über die Truppen hatte. Außerdem verpflichtete er alle Heerführer, jährlich nach Mekka zu pilgern, um bei ihm Rechenschaft abzulegen. Omar hatte das Konzept einer Insel der Araber. Das besagt, es sollen keine Länder erobert werden, die durch ein Wasser vom Regierungssitz getrennt sind. Trotzdem ging die Expansion voran. Das Sassanidenreich in Persien war in einer schweren innenpolitischen Krise. 635 wurde Damaskus ohne großen Widerstand erobert. Omar dürfte auch den Koran niedergeschrieben haben. Das heilige Buch des Islams ist in 114 Suren, also Abschnitte, gegliedert, die der Länge nach angeordnet sind. Die Schrift spiegelt die letzten 20 Lebensjahre Mohammeds wider. Der Gott des Korans ist einerseits ein barmherziger Schöpfergott, der den Reumütigen verzeiht, andererseits aber auch ein richtender Schöpfergott. Unglaube kann schon im Diesseits zur Vernichtung führen. Nach muslimischem Verständnis enthält der Koran das reine und unverfälschte Gotteswort. Zum Koran kam in den ersten islamischen Jahrhunderten noch die Sunna dazu. Dabei handelt es sich um die gelebte Praxis Mohammeds. Die Gläubigen dieser Richtung werden Sunniten genannt. Die Schiiten von Schia-Partei lehnen nicht nur diese zusätzliche Schrift ab, sondern sehen als einzigen legitimen Nachfolger Ali, den Schwiegersohn Mohammeds und seine Nachkommen. Alis Sohn wurde 680 von den Umayyaden getötet. Die Schiiten gelten daher immer wieder als Opposition und haben im heutigen Irak ihre Anhänger. Der Iran wurde erst in der Neuzeit schiitisch.